Ich habe hier ein schönes Stück Hardware. Also, das ist eine 1070 von Inno 3D. Eine GTX Eichel X3. Ja, der 5, 8 GB hat die. Ne? Und die werde ich jetzt, ich bin gerade live und werde die jetzt mal sauber machen. Und werde jetzt dann halt, ja, hallo YouTube, euer 47er hier, die mal live, werde dann ein separates Video von machen. Also, so, jetzt geht's los. Was, doppelseitiges Klebeband? Was meint er damit? Ich hoffe, man kann auch gut sehen, ja. Ich gehe mal davon aus, die vier, die Backplate ist jetzt relativ. Und erstmal die vier Schrauben da weg. Die Blende wird wahrscheinlich separat sein. Unten ist keine, die wird wahrscheinlich unten eingehakt sein, gehe ich mal davon aus. Ich werde jetzt erstmal die vier Schrauben da raus. So, ich bin noch ein bisschen vorbereitet. Ich habe jetzt hier so ein damals vom Server-Info, das ist magnetisch, das ist auch von iFixit, mit Stift dabei. Kann man hier gleich die Schrauben hinlegen, damit man sie nicht verliert. Kann festhalten, ja, witzig. Wo tue ich das hin? PCB. Sehr witzig, Herr Kollege. So, wir haben jetzt gerade die Karte ein bisschen gebencht. Ich mache das auch ein separates Video und gucke mir dann an, wenn ich sie sauber gemacht habe, die Pads wahrscheinlich noch wechseln. Muss mal gucken, ob die müssen oder nicht. Ja, weil die sieht relativ gut aus. Machen wir dann Vorher-Nachher-Vergleich. Gucken, ob ich die abkriege hier. Da habe ich da verschraubt. Die hängt noch an der Backplate fest, die eine Schraube hier. Okay, jetzt auch noch eine. Das ist nicht immer so einfach, ne? Eine Karte zu befreien. Nee. Ich nehme jetzt auch erstmal die weg hier. Oh, sind wir sehr locker. Sehr locker. Und sehr lang. Relativ lang. So, Backplate kann man da hinlegen. Ich habe jetzt da auch was vor E ohne was draufgeschrieben. Mal sehen. Ja, guck mal. Hier fehlen zwei Schrauben. Ja, wunderbar. Das sehe ich jetzt erst. Was denn? So, die, ach, die Cam. Ach so, ja, nee. Wenn er jetzt schrauben, ist hat nur von. Also nicht, er ist von innen. Ich dachte schon. Aber das sieht ja kacke aus, ne? Mit Klebeband. Das hätte sogar so ein Band von der Arbeit, das ist ziemlich heftig. So. Was ich dachte. Ein. Ein Bauteil hier.
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo er sich angemeldet hat. Wie haben die das hier festgemacht, die Kollegen? Sie kommen dran. Wahrscheinlich muss ich erst die Blende wegnehmen, um dann besser dran zu kommen. Aber lose. Hier ist noch eine fest und da ist noch eine fest. Die kriege ich wahrscheinlich erst dann runter, wenn der Kühler unten ist. Ah, ich glaube, es wird langsam. Ah, jetzt. Jetzt, jetzt. Also guckt euch an, könnt ihr das sehen? Wie der ist schon mal sauber gemacht worden. Oder die ist kaum gelaufen, kann auch sein. Bisschen dreckig ist es schon, ja, aber echt relativ. Vielleicht habe ich da einen richtigen Schnapper gemacht. Kommen wir auch in die Backblätter rein, dann mache ich das auch noch ein bisschen sauber. Ja gut, ein bisschen Staub ist schon da, aber relativ, echt relativ. Ach doch, die Lüfter sind schon ein bisschen dreckig, sehe ich gerade. Ich hatte schon Angst, ich hätte nichts zu putzen. Heute hier. So, wie willst du jetzt entkleidet werden? Er spricht mit mir. Beim letzten Mal nämlich bei der Airbus Ultra oder sowas, die 79er, die hat nämlich da, Quatsch, nee, nee, die GTX 770, in so eine Schiene drin. Wo dann auch diese Schrauben drin versenkt waren hier, aber davon waren größere und ich glaube 8 Stück oder so. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie das hier funktionieren soll. Wenn alles ineinander gesteckt zu sein. Kamera ist schon wieder runtergefallen, da kriege ich Föhn.
Was denn? Deathloss, was meinst du? Wie zum Geier haben die das gemacht? Möchte ja nichts kaputt machen hier, ne? Wenn, dann willst du komplett sauber machen. Ne, ist hier eine Schraube drin, ne? Eigentlich nur die Blende, okay. Ach ja, ist auch ein Blödsinn gerade. Eine Beule. Vermute mal, ist einfach so eingeklippt hier, der Kühler. Vermute ich. Mache mir das nicht so schwer. Aufpassen. Fuck. Ah, ich glaube, so kriege ich die raus. Scheint da wirklich nur eingeklippt zu sein. Da reingesprungen. Ah, du hast was gefunden. Gucken wir doch mal.
Was viel gezeigt hat, der war. Also. Das ist eine ganz andere Karte, ne? Ja. Der macht den Kühler gar nicht ab, oder was? Der macht den Kühler gar nicht ab. Bringt mir auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Ich möchte das ganze Ballteil haben, genau, damit ich hier dieses Konstrukt hier vorne wegkriege, weißt du? Weil die sind schon ziemlich dreckig, auch der Kühler. Klar, ich denke mal, das wird nicht viel Unterschied machen, aber trotzdem. Ich kann die Häschen rausheben, auf der einen Seite zumindest. Ohne geht das auch.
Ich habe einen Pinsel, ja. Nee, nee, das komme ich ja nicht dran, das ist ja gerade. Das ist ja, worum es mir geht, dass der ganze Unterbau, wo die Lüfter sind, dass das auch sauber gemacht wird. Ah, ich sag ja, ich habe noch nie erlebt, dass das einfach so reingeklipst worden ist. Das ist doch scheiße. Wie kriege ich das raus, die Seite? Nur da nicht. Klar, es hat einen Fehler vielleicht, das mag ich, das nein. Aber ich möchte das halt haben. Gut, wenn das jetzt überhaupt nicht geht, dann ist es halt so, ne? Ich hab eh das falsche Werkzeug für sowas. Sehr widerspenstig. Na gut, wenn ich die Blende hier abkriege, zerblenden, dann komme ich da auch dran. Sehe ich gerade. Also da sind nämlich die Schrauben. Wenn ich sie abkriege. Schwarzen, klaren Plastik. Schwarzer, klarer Plastik. Da, hier. Da ist ein Bauteil, ne? Immer noch meinst das Teil hier, ne, oder? Oder? Das ist alles ein Teil, alles hier miteinander verbunden. Gehört alles dazu, so wie das aussieht hier. Schade. Schade, schade, mal gerade. Ja, ich sehe nichts, das ist das Problem, ne? Kann dann nichts erkennen. Ja, das ist ziemlich enttäuschend, finde ich. Mist, ey. Das ist sehr enttäuschend.
Ja, mich stört das. Mich stört das ungemein. Ja, ich habe natürlich auch Schiss davor, irgendwas kaputt zu machen. Das ist schon klar. Hammer. Dann sind die noch schraubt, die scheiß Dinger. Den anderen war das viel einfacher. Ach, Menno. Danke fürs Folgen und willkommen im Knipex Club. Salzsaul. Nee, Salz. Salzsaul. Danke. Ach, Mist, ey. Das ist alles so miteinander verklipst oder was auch immer. Schlimm. So ein Scheiß. Sogar Metall ist doch Plastik hier. Und dahin. Da drin.
Wir kommen näher. Nicht. Ja, natürlich, klar. Das ist aber auch überall fest, das scheiß Ding. Na ja, komm. Gebt auf. Ach, die sind aber beweglich hier, sehe ich gerade, diese Schnappdinger da. Oder werden abgebrochen. Da irgendwie müssen sie sich auch montieren, ne? Nee, hier sind keine Schrauben, das ist alles nur geklipst. Das hat ja hier schon locker. Da, mal sehen.
Ich wollte ja nur die Blenden abmachen. Ja, aber ich krieg den blöden Köder nicht runter. Ich hab da jetzt auch keine Lust mehr so. Ist halt so. Hört mich zwar tierisch, aber egal. Ja, aber nützt mir ja nichts. Kriege ich ja nicht raus. Würde ja, wenn ich die Blenden abkriegen würde, könnte ich ja da dran, würde ich da dran kommen. Aber so, wenn ich schrauben würde ich dran kommen, aber bringt mir ja nichts. Das ist ja alles irgendwie alles eingesteckt hier unten. Hier genauso. Lass es. Ich habe nur noch zwei Stück. Ah, scheiße. Ein bisschen wenig. Scheiße. Lassen wir es. Alles klar. Ciao, ciao.
So, dann haben wir Black Belt. Hab nicht genug da. So gut, hier könnte ich jetzt noch, aber weiß nicht, ob ich die Pads jetzt tauschen kann hier. Klar, normalerweise schon. Das würde ich normalerweise auch machen wollen. Aber ich habe nicht genug hier. Ich dachte, ich hätte noch genug. Leider nicht so. Ein bisschen gefrickelt kriege ich das hin, ja. Shit. Na komm, ich nehme jetzt die ich habe und Judas. Ich habe nur zwei Stück, ich dachte, ich hätte mehr. Oh, ein Irrtum. Es war ein Irrtum. Habe ich keinen Star? Habe ich leider nicht da. Glaube ich doch. Doch, iFixit hat das sowas, ne?
Wir haben alle die gleichen Größe, okay. Die sind scheiße. Bin dafür nicht geeignet. Nee, nee, lass mal lieber sein. So, dann kann er nicht mehr verschwinden hier. Was kann ich nachher machen?
Naja, schon. Irgendwo habe ich einen Pinsel, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht wo. Gucken. Habe gefunden. Urlaubstisch, okay. Ja, was? Musi, grüß dich. Wieder dreckig hier. I.
Aber fehlt mir doch eine Schraube. Ich habe eben doch nicht verguckt. Ja. Ach, hier ist die Schraube.